Mahlzeit. Nun, willkommen zurück. Wie ihr sicherlich alle dasselbe Problem habt, ihr habt einen Motor schon. Ja, und auch ich habe meinen Motor so lange gequält, bis endlich mal ein Kolben rausgeflogen ist. Super Sache. Aber was nun? Ich habe ziemlich lange rumprobiert und musste leider feststellen, es gibt nur eine einzige Lösung für dieses Problem. Die Karre muss einfach in die Werkstatt. Ich habe versucht, Teile zum Schrottplatz zu schaffen, das Auto zum Schrottplatz zu schaffen. Ich habe sogar die kaputten Teile in Klärgruben geworfen. Da ja diese Teile, die in die Klärgrube fallen, am Schrottplatz, was wahrscheinlich gar kein Schrottplatz ist, dann wieder spawnen. Allerdings im defekten Zustand. Heißt, die Teile werden nicht repariert, wenn ihr sie in die Klärgrube schmeißt. Also bleibt nur eine einzige Möglichkeit. Ihr müsst dieses Auto irgendwie in die Werkstatt bekommen. Dabei solltet ihr darauf achten, dass Montag bis Freitag ist und ihr zur richtigen Zeit in der Werkstatt seid. Ich bevorzuge natürlich meinen Lieblingstraktor. Na? Gut, angedockt. Weil, das Problem ist. Achso, ich sollte mir die Handbremse noch anziehen. Gut. Ja, das machen wir noch. Weil, wie gesagt, das Problem ist, hängt ihr diese Kiste jetzt an den LKW hinten ran oder an euren Bus hinten ran oder wo auch immer ran, ihr macht mehr Schaden, wie ihr gut macht. Und am Ende könnt ihr rückzu die ganzen Einzelteile einsammeln. Stoßstange, Kotflügel, Türen. Weil jeder, der schon mal ein Auto abgeschleppt hat, weiß, was dieses Auto da hinten dran macht. Es macht alles, nur nicht das, was ihr wollt. Also, nun, ich nehme den Traktor. Ah, ich muss noch ein bisschen weiter zurück, wenn ich jetzt. Ah, mal sehen. So, ein wenig anheben. Rückwärtsgang rein, Handbremse lösen. Ganz vorsichtig Richtung Werkstatt fahren. Und wenn ich sage ganz vorsichtig, dann meine ich auch ganz vorsichtig. Also seid ihr auf jeden Fall jetzt nicht sonst wie schnell unterwegs. Also wirklich, fahrt langsam, nehmt euch die Zeit. Und solltet ihr merken, dass euer Auto von den Gabeln herunterrutscht oder es irgendwelche komischen Sachen macht, sofort anhalten, neu aufladen, weiterfahren. Was ihr nicht machen solltet, ist dieses Auto festbinden am Traktor. Weil ich leider feststellen musste, dass dies zum Nachteil werden kann. Aber ich glaube, diese extrem lange Fahrt werde ich euch auf jeden Fall ersparen, weil es dauert wirklich lang. So, wie ihr seht, der Traktor ist echt Gold wert. Wir sind bis an die Werkstatt gefahren, ohne auch nur einen einzigen Kratzer an das Auto zu machen.
Könnt ihr ja mal versuchen mit Abschleppen. Ha, ihr werdet es nicht schaffen. Ja, alles was wir jetzt noch tun müssen, ist die Kiste hier wieder vor die Tür zu stellen. Wie wir schon vom Einstellen kennen. So ungefähr. Steht gut. Ah, Hydraulik ablassen. Rückwärtsgang. Und weg. So, mal gucken, was der ganze Spaß kostet hier. Wird wahrscheinlich, gehe ich mal stark von außen, nicht ganz günstig werden. Ach so, Moment, ich wollte den Kolben noch drauflegen. Ja, okay, ich habe den Kolben verloren. Okay, ich habe den Kolben verloren, das ist natürlich schade. Oder? Der hier unten in der Kiste. Wow. Hm, gut, probieren wir es ohne Kolben. Ja, mein Auto ist wirklich kaputt. So, mal schauen. Der ganze Sport. Wheel Alignment, nein. Engine Repair ist jetzt echt nicht ganz günstig. Und ich würde euch empfehlen, wenn ihr den Motor schon baut, legt noch ein bisschen drauf und lasst ihn gleich wieder einstellen. So. Na dann. Alles, was jetzt zu tun ist, ist auf den Anruf warten, dass euer Auto fertig ist. Also, fahren wir wieder zurück. Ich werde mir halt doch mal dieses Scheißhaus hier drüben mitnehmen, damit ich da nicht mit dem Traktor runterfahren muss, sondern die Kiste absteigen kann und mein Auto holen. Tja, also warten wir mal auf den Anruf. Nun, ihr habt den Anruf erhalten, dass euer Auto fertig ist. Ich habe es leider ein bisschen spät aufgenommen. Entschuldigung. Aber ihr wisst ja sicherlich alle, was ich meine. Deshalb, oh, wir trinken fix noch ein Bier, bevor es losgeht. Und gucken mal auf die Uhr. Ja, Mittag ist gut. Der Laden hat offen. Also, halt. Fix noch ein bisschen. Zurück ins Muscle-Scheißhaus. Und dann geht's wieder ab zum Shop. Ich nehme vor der Tage mal noch ein bisschen Öl und Zeug mit. Weil, naja, durch den Motorschaden, glaube ich, ist da ein bisschen was kaputt gegangen. Und könnte auch durchaus etwas leer sein. Ach, das Schöne ist, dass man hier alles durch die Fenster einladen kann. Gefällt mir wie Sau. Ja, ja, ja. Kühlflüssigkeit, auch wichtig. Weil wir füllen lieber auf, bevor wir losfahren. Klar, starten wir mal so. Mal ohne Öl und alles. Huch. Tür zu hier. Meine Güte. Na, komm. Hoppa. Ja, Position einnehmen. Und wir sehen uns am Shop wieder. Und da sind wir auch wieder schon. Schon wieder, wie auch immer. Den Haufen hier wieder abstellen. Ah, die Kiste scheiße zu fahren halt. Hier drüben. Und ich bekomme den Rückwärtsgang nicht rein. Warum auch immer. Aber, naja, da ich das Ding ja eh nur im Notfall fahre, zählt das ja nichts. So, das ist unser gutes Stück. Ja, jetzt wollen wir ganz vorsichtig hier vorne reinbacken. Und siehe da, Pisten 1 ist wieder drin. Heißt, mein Fahrzeug sollte jetzt wieder starten. Na, wollen wir mal hoffen. Und er läuft wunderbar, aber, ach doch, Öl ist drin, aber das Kühlmittel sieht irgendwie so leer aus. Hm. Okay, also. Halten wir noch mal kurz zusammen. Ihr müsst irgendwie euer Auto hierher bringen. Ist natürlich scheiße, wenn ihr jetzt irgendwo sonst wo auf der Karte einen Unfall habt. Dann habt ihr echt Probleme. Ich weiß jetzt nicht, ob man irgendwie per Anhalter fahren kann. Habe ich noch nicht getestet, aber sollte auch irgendwie funktionieren. Wahrscheinlich, vielleicht kommt ja noch einer vorbei. Kann man gleich noch ausprobieren, während ich hier auffülle.
So viel Zeit muss sein. Ja, nee, so rum. Ja, so. 10 Liter. Ich habe keine Ahnung, ob da überhaupt noch was drin ist hier. Keine Beule machen. Ah ja, okay. Der Kühler ist definitiv leer. War es doch ganz von vorne, das Ding mitzunehmen. Ja, genau. Wie gesagt, fassen wir zusammen. Ihr müsst das Auto hier herstellen. Auf Engine Repair klicken. Kostet alles ganz schön Kohle. Also ein bisschen Kleingeld solltet ihr schon dabei haben. Oh oh. Das ist natürlich jetzt nicht gut. Na gut, bis heim wird's reichen. Cool and empty. Weg damit. Leck mich doch am Arsch. Gut. Hoffe, ich konnte euch helfen. Es gibt leider keine andere Möglichkeit, dieses Fahrzeug zu reparieren. Nur diese eine. Und probiert doch mal aus, wenn ihr euch irgendwie an den Straßenrand stellt, den Daumen hoch haltet, ob euch mal jemand mitnimmt. Und schreibt mir mal in die Kommentare, ob es geklappt hat. In diesem Sinne, viel Erfolg beim Motorreparieren. Haut rein und macht's gut.